So, und wir gehen zur Gewichtheber-Weltmeisterschaft ins bulgarische Sofia. Diese Weltmeisterschaft wurde in vergangenen Tagen eindeutig von den Bulgaren dominiert. Heute allerdings hatte ein deutscher Gewichtheber eine Chance auf eine Medaille, nämlich Manfred Nerlinger im Superschwergewicht. Klaus Angermann wird uns sagen, ob er seine Chancen nutzen konnte. Der Sport mit der stählernen Hantel, Gewichtheben, ist Volkssport in Bulgarien. Unglaublich, aber gleich nach Fußball und moderner rhythmischer Gymnastik kommt das Gewichtheben. Kein Wunder, 6 von 9 möglichen Weltmeistern bisher aus Bulgarien bei diesen Titelkämpfen. Und nun im Reißen der Stärkste der Starken, Antonio Krastev, reißt Weltrekord. 215 Kilo, eine unglaubliche Leistung des stärksten Mannes hier im Feld. 161 Kilogramm schien eine Selbstverständlichkeit zu sein, wie auch für Bulgariens Meistertrainer Stefan Abadjev hier sitzt, der diese Titelsammlung eine Selbstverständlichkeit sind. 20 Jahre Olympiasieger und Weltmeister. Und er, David Rieger, der russische Trainer, erlebt ein Wörterflug. Von 30 möglichen Weltmeistertiteln holen seine Leute nur 6. Und der einzige aus dem westlichen Lager, der zwischen den Fronten steht, zwischen Bulgarien und Sowjetunion, er kann eine Medaille machen. Manfred Nerlinger aus München-Neuaubing. Im Reißen nur 4., 185 Kilo und dennoch eine hervorragende Ausgangsbasis für das jetzt beginnende Stoßen. Der zweite Durchgang, die zweite olympische Disziplin, und da hat er drauf 240 Kilo. 232,5 hat er bereits geschafft im ersten. 4000 Leute halten die Luft an. Einwandfrei, ein bisschen weit nach hinten, wir werden es gleich noch einmal sehen, aber 240 Kilo und damit ist Manfred Nerlinger ganz, ganz vorn dabei. Hier die Zeitlupe. Antonio Krastev hat auch schon 240 gestoßen, aber Nerlinger ist leichter als der Bulgare, fast 20 Kilo und damit liegt er im Stoßen sogar in Führung. Links im Bild Juri Vlasov. Geschichte hat er gemacht im Gewichtheben und er, seine Geschichte, beginnt vielleicht erst. Manfred Nerlinger mit den beiden Bundestrainern. Und der zweite Versuch für Antonio Krastev. 245 Kilo auch. 161 Kilo sein Körpergewicht, der Unterbau für diese gewaltige Last. Wackelt ein bisschen, aber er weicht nicht. Und damit geht er auch im Stoßen in Führung. Antonio Krastev von der türkisch-bulgarischen Grenze kommt. Der ein nicht ganz bequemer Mann, der kurz vor der Weltmeisterschaft lange gesperrt war. Ein Gnadenakt von ihm, vom Trainer Abadjev, ermöglichte ihm die Teilnahme. Die Deutschen, die Ruhe selbst ist Manfred Nerlinger, der Feldwebel von der Sport Lehrgruppe der Bundeswehr aus Sonthofen und das Aus David Riegert signalisiert es. Es bleibt bei 6 Weltmeistertiteln von möglichen 30 für die Sowjetunion. Ein Einbruch, kann man sagen. Und ganz, ganz stark die Bulgaren und der Stärkste aus dem westlichen Lager, dieser Mann aus München-Neuaubing. Hier die deutschen Betreuer, Rainer Dörzapf, Ewald Spitz, eine gute Mannschaft und der Doc dazu. Und nun 245 Kilogramm auch für den Deutschen. Und damit zieht er gleich, wenn er es schafft. Und übernehme die Führung, weil er leichter ist. Geschafft. Und in Führung im Stoßen. Er ist leichter als der Bulgare, der jetzt noch einen Versuch hat. Er kann nicht mehr zulegen jetzt, Nerlinger. Nur noch der Russe. Aber wenn der Russe den nächsten Versuch
nicht schafft, nicht mehr als Nährlinger, dann wäre der Deutsche Weltmeister im Stoßen. Hier die Zeitlupe, das Umsetzen und dann der sogenannte Überstoß. Diese gewaltige Last, fast 5 Zentner, selbstverständlich natürlich nebenbei deutsche Rekord. Die Russen hatten nur einen mitgebracht, der starke Pissarenko, der Weltrekordmann Gunjaschew, nicht dabei, keiner weiß warum. Und somit nach dem Ausscheiden von Taranenko auch hier keine Chance für die Russen. Und noch einmal der Bulgare, jetzt 252,5 Kilogramm. Zwar nicht Weltrekord, aber es wäre Weltrekord im Zweikampf, missglückt, abgerutscht. Aber dennoch 460 Kilo Weltmeister im Zweikampf. Hier noch einmal die Szene etwas verlangsamt. 460 Kilo Weltmeister im Zweikampf. Antonio Krastev und hinten in Stille freut er sich in diesem Augenblick. Manfred Nährlinger, Weltmeister im Stoßen mit 245 Kilo und Zweitbester der Welt im Zweikampf mit 430 Kilogramm. Zurück aus Sofia ins Sportstudio.